Hallo Freunde und willkommen zurück zu Transistor. In der letzten Folge haben wir uns ja den ersten Boss, die gute Sybil, vorgenommen und uns kurz in unserem Aufenthaltsbereich, in unserem Trainingsbereich hier umgeguckt. Und jetzt geht's weiter mit der Story. So, ich glaube, diese Dinger konnte ich hier auch irgendwie. Ach, siehst du, das wusste ich gar nicht mehr. Hier, so einen kleinen, ja, Spaßsprung kann man machen hier. So, ein Zugangspunkt. Wir kriegen also unsere Fähigkeiten wieder. Was war das nochmal? Ach genau, ich kann die Fähigkeiten auch nochmal zusätzlich mit den Begrenzern erweitern. Da muss ich. Ich konnte aber, glaube ich, nur eine bestimmte Anzahl Begrenzer verwenden. Ihr seht unten bei Effekt bei Benutzung, was das für einen Effekt hat, wenn ich den Begrenzer jetzt aktiviere. Ja, Effekt bei Benutzung, bei Terminierung spawnt der Prozess. Abgeschirmte Zellen. Okay. Habe ich das jetzt insgesamt aktiviert? Ich muss da auch erstmal wieder mich ein bisschen reinfuchsen. So, wir bauen mal die Fähigkeit hier rein. Da, wo sie hingehört. So, den Hund benutze ich eigentlich relativ selten. Deswegen nehme ich den hier wieder raus. Ich nehme den hier wieder rein. Genau, und dann packen wir mal. Das teilt und untergliedert die meisten Funktionen für noch bessere Resultate. Ich packe es mal hier rein. Und das Teil packen wir mal da rein. So, wir haben ja noch einen. Das wäre Verschwendung, wenn wir. Nee, den können wir nicht mehr benutzen, der passt nicht mehr. Ihr könnt es links sehen. Uns fehlt ein einziger Mem, um die Funktion noch einsetzen zu können. Also können wir sie nicht nehmen, müssen sie liegen lassen. Okay, ich muss mit den Begrenzern, muss ich erst wieder ein bisschen reinkommen. Ach du Scheiße, das sind diese komischen Fotoapparate. Die sind ein bisschen nervig. Kann ich noch einmal, ja. Ah, okay. Dadurch splittet sich der Angriff auf. So, hier drinnen können wir uns verstecken. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert, wenn ich getroffen werde von denen. Gibt ein bisschen Schaden. Aufladen. So, wir greifen mal den hier an. Vielleicht kriegen wir den anderen da oben auch. Nee, den anderen treffen wir dadurch nicht. Okay, einen haben wir erledigt.
die Zelle dort oben ist durch ein Schild geschützt. Die konnte ich eben nicht... Ah ja, okay. So, die arbeiten jetzt erstmal für mich. Und greifen jetzt mal den einen Prozess hier mit an. Dann sind wir den auch gleich erstmal los. Ach, ich glaube, da musste ich erst den Schild kaputt hauen, ne? War das nicht so? Genau. Damit die nicht wieder respawnen, muss der Schild weg. Oh, jetzt habe ich eine ganz gute Position für die. Komm, komm, komm. Jetzt haut's bei dem Teil nämlich... Ach Quatsch, das war falsch. Auch gleich den Schild weg. So, und den hauen wir jetzt einmal schnell kaputt. Ihr seht, wir haben ein paar Sekunden Zeit, um den Schild kaputt zu hauen. Begrenzerbonus. Okay, gibt uns 2% Erfahrungsbonus. Ich überlege gerade, ob ich... ob ich hier nicht noch was ändern soll. Nee, ich lasse das erstmal so. Das wird nachher noch viel besser. Also wir kriegen einige Fähigkeiten auch mehrfach. Das heißt, oder haben die Möglichkeit, einige Fähigkeiten mehrfach zu bekommen. Das heißt, wir können die Fähigkeiten dann nachher auch, wenn wir mal eine Fähigkeit vorübergehend verlieren, die durch eben die gleiche nochmal ersetzen. Oder wir können bei einer Fähigkeit das Ding einmal passiv und einmal direkt auch aktiv setzen. Das hier ist so ein komischer Spawnkasten. So, jetzt muss ich die erstmal... Nein, Quatsch, das war falsch. So, der olle Kasten kriegt jetzt erstmal ein Schild. Und dann hauen wir hier unten einmal einen drauf. Dann gehen wir einmal hin. Ach, der ist ja noch auf meiner Seite. Also solange ich die übernommen habe, die Gegner, kann ich denen auch nicht schaden. Das ist ein kleiner Nachteil. Also ihr seht, man muss hier mitunter dann doch schon ein kleines bisschen taktieren. Und sich vor allen Dingen auch mal ein bisschen Gedanken machen, wie man am besten angreift. Verdammte Axt, es ist die Zelle da. Ah, Notfallturn. Und den einen hauen wir noch nach. Mist, den letzten muss ich noch mal rückgängig machen. Der Notfallturn rettet uns ab. Ab und zu. Oh, jetzt hat er mich dann doch erwischt. Ich dachte, das Vieh da oben wäre erledigt. Verdammte Hacke. Nee, wenn ich das Ding jetzt einsetze. Kann
kann ich ihm nicht mehr schaden, also machen wir das so. Aber ich glaube, das war das, was durch den Begrenzer passiert. Da kann ich jetzt nicht reingucken. Dazu bräuchte ich jetzt einen Zugangspunkt, den ich jetzt sowieso brauche, weil ich eine Fähigkeit verloren habe. So, hier oben können wir sonst nichts machen. Okay, dann gehen wir durch hier. Na, ich wollte da rein. Mal so langsam, aber hier kommen so die Erinnerungen an den ganzen Ablauf hier wieder zurück. Ich muss mal gerade eben eine Kleinigkeit gucken, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Allgemein. Profil. Die Kanäle. Nee, da könnte ich nur mein Save Game zurücksetzen. So, hier sind nochmal alle Informationen zum Spiel. Hier können wir nochmal gucken. Ah, das sind die Viecher, die Bomben werfen. Auch ein bisschen gemein, die Biester. Dass wir okay, das ist Käse. Kriege ich den noch? Ja. So. Ich weiß gar nicht, ob die ihre Bomben auch nur... Oh, das war knapp. Auch nur dann werfen, wenn sie mich sehen. Ach, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Mist, das wollte ich jetzt nicht. Ich hau gleich zweimal zu, dann ist der Schild von dem Ding nämlich... Nee, doch nicht gleich weg. Ich dachte, ich erwische dann gleich noch den Schild. Nicht so schlimm. Ich glaube, der Begrenzer war, dass der dafür gesorgt hat, dass die Dinger ein Schild haben. Das ist der nachteilige Effekt. Also die haben immer einen positiven und einen negativen Effekt. Da muss man dann immer so ein bisschen abwägen, welchen man... Ob man den Negativeffekt verkraftet oder ob man dann lieber doch auf den Positiveffekt verzichtet, weil der Negativeffekt sich zu sehr dann auf die Spielweise auswirken. Oh, jetzt ist da oben so eine Olle. Da steht ja noch mehr Gras, das ist doch kacke. Aber Hauptsache, das Vieh bleibt jetzt ein bisschen von dem Gras weg hier. Oh, Finger weg vom Gras. Ich habe jetzt leider keine anderen Fähigkeiten zur Verfügung, mit denen ich das vielleicht ein bisschen kontrollierter machen könnte. Also muss ich hier Stück für Stück vorgehen. Eieiei. Ich muss auch erstmal das Gras weg, bevor ich irgendwas anderes mache. Hat jetzt gerade mal so ein bisschen den Vorteil gehabt, dass die Explosion, also die Bombe von dem Vieh, den Schild zerstört hat. Das heißt, man kann sich hier und da die Fähigkeiten der Gegner auch ein bisschen taktisch zunutze machen. So, jetzt bist du fertig. Oh, er lebt ja doch noch. Den letzten hat er nicht abgekriegt. So. Haben wir jetzt ein Level up? Nee, noch nicht. 10% brauchen wir noch.
Aber wir können mal was gucken. Ach nee, der ist immer noch inaktiv. Aber wir können natürlich den hier reinsetzen. Dann haben wir da wenigstens eine Fähigkeit drin. Und wir haben jetzt sogar noch den Platz, das Teil da reinzusetzen. Jetzt weiß ich allerdings nicht, was das für eine Fähigkeit hat. Wenn es passiv ist, ermöglicht den meisten Funktionen Zielspawns. Ach so, okay. Kann dafür sorgen, dass... die Gegner nicht mehr spawnen, wenn ich das richtig verstanden habe. So, blauer Himmel ist wählbar. Wählen Sie Ihre Lieblingsabendhimmelfarbe und machen Sie die vierteljährliche Sonnenwende mit Ihrer Stimme zu einem unvergesslichen Erlebnis. So, jetzt können wir uns aussuchen, was für eine Farbe wir dann ganz besonders gern haben. Wir nehmen mal Tiefrot. Hier. 1, 2 und kriegen wir den hier unten? Ja. Ui. Weiß ich gar nicht mehr, was das für eine Fähigkeit hier nochmal auslöste. Spark wird blockiert. Okay. Bauen wir erstmal das Gras kaputt. Ah, wie ihr gerade gesehen habt, ist es keins von diesen kleinen Dingern gespawnt. Das ist eben dadurch, dass ich den Hund dort oder diesen Begleiter als Passivfähigkeit eingesetzt habe. Diesmal ist eine gekommen. Ist halt immer nur prozentual zu einem gewissen Prozentsatz eben so, dass diese Dinger nicht spawnen. So, wie jetzt dieser Prozentsatz aussieht, keine Ahnung, das kann ich nicht beantworten. Dazu kenne ich die Details des Ganzen zu wenig. So, und da ist gleich wieder diese Figur verschwunden, beziehungsweise diese... Ich hau hier unten auch gleich noch zweimal drauf, dann sind beide weg. Und wieder ist das Ding nicht gekommen und wieder. Also Prozentsatz scheint doch relativ hoch zu sein. Uah. So, 15% hat er noch. Das Gute ist, diesen Joust, diesen Dash, nenne ich ihn jetzt einfach mal, kann man immer nutzen. Also da ist man jetzt nicht darauf angewiesen, dass die Leiste oben gefüllt ist. Ist natürlich wichtig. Okay, jetzt müssten wir aber auch ein Level Up kriegen. Yes, wir haben ein Level Up. Sehr schön. Benutzer Level 5 erreicht. Dann gucken wir mal, was wir nehmen. Okay, das ist doch, glaube ich, so eine Partikelexplosion, ne? Genau, große Explosion. Was war das hier? Okay, das hier kann mich verstecken, sprich unsichtbar machen. Das ist später noch gar nicht mal so verkehrt. Aber jetzt brauchen wir das erstmal noch nicht. Dafür sind die Gegner einfach noch nicht stark genug. Berechtigung. So, jetzt kann ich mir auch einen neuen Begrenzer auswählen. Bei Terminierung spawnt der Prozess manchmal Zwillingszellen. Der Prozess wird mit doppelter Kraft zuschlagen. Keiner da, wa? So, gucken wir weiter. Wir sind auch schon fast am Ende der Folge angekommen.
Ich muss mal eben schnell gucken, wo ich überhaupt hin muss hier. Hui. Gott, wo waren das nochmal, wo ich hier lang musste? Ach genau, hier oben lang musste ich, glaube ich. Ah, hier ist ein Zugangspunkt, das habe ich gesucht. Jetzt können wir nämlich unsere Fähigkeiten neu setzen. Die hier entfernen wir mal, da kommt nämlich jener hier rein. Das ist nämlich mein Hauptslot und ich nehme mal den hier wieder raus. Und mal gucken, was das bei erhöhten Effektbereich... Okay, ist hier natürlich jetzt nicht ganz so praktisch. Ich hau's mal rein. So, und da wir... Den kann ich hier oben sowieso nicht einsetzen. Und hier kann ich euch jetzt zeigen, was das als Passiv-Slot... Also, ja gut, ich habe das falsch bezeichnet vorhin. Es gibt den Aktiv-Slot, den Upgrade-Slot. Das ist eben dieser, der eine Fähigkeit ergänzt. Und der Passiv-Slot ist dann quasi der, den ich vorhin als Perk oder Buff bezeichnet habe. Okay, das Ding erschafft, wenn wir ihn hier oben reinsetzen, eine Kopie von mir, die Gegner ablenkt. Halt, nee, ich wollte ja noch eine andere Sache gucken. Und zwar wollte ich mir den Begrenzer nochmal angucken. Begrenzer prüfen. Okay, das sorgt dafür, dass die Gegner mit doppelter Kraft zuschlagen. Bringt mir allerdings einen Erfahrungsbonus. Genau, das war das mit den Begrenzern. Die geben mir einen Erfahrungsbonus, so war das. Und im Gegenzug dafür bauen sie irgendein Hindernis ein. Zum Beispiel eben diese Schilde oder hier die doppelte Kraft bei den Gegnern. Das lasse ich mal aus. Das wird sonst zu schwer. Das wird nämlich im weiteren Verlauf noch mächtig knackig werden. So, nee, ich würde mal vorschlagen, wir lassen ihn mal ausquatschen. So, und dann machen wir jetzt hier den Cut. Diesmal sind wir ja wieder ein bisschen über 20 Minuten, wenn ich mich jetzt auf den Timer gerade nicht verguckt habe. Und ich sage auf jeden Fall danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ihr kennt das Spiel, Daumen wären Traum. Teilen, liken natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.